Servus Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, heute mal ein Erfolgsguide, mal wieder seit langem. Und zwar soll es heute mal um den Erfolg der Anglerei gehen. Und zwar in Battle for Azeroth sind hier zwei neue Achievements dazugekommen. Einmal ein Köder für den Feind, also den gibt es für beide Fraktionen, für die Allianz und für die Horde. Und ihr seht jetzt hier in dem Video beide Spots. Wir fangen mal mit der Allianz an. Also wenn ihr Ali seid, müsst ihr eben nach Zul'Dazar und diese Schwärme angeln. Und genau dann müsst ihr hier nach Dazar Alor, die Hauptstadt der Horde. Und dort, genau hier wo ich stehe, befindet sich ein solcher Schwarm, nämlich ein Schwarm Utakas. Den werden wir jetzt mal schnell wegfischen, bevor hier die Horde kommt, denn die Stadt ist mega überfüllt. Und ihr werdet wahrscheinlich ein paar Mal sterben, bis ihr hierher kommt. Dasselbe für die Horde eben. Dort zeige ich dann auch gleich den Schwarm, wo ihr den Erfolg bekommt. Und ihr müsst lediglich einen Fisch angeln, dann habt ihr den Erfolg. Die geben auch 50 Gold pro Fisch, also auch eine ganz gute Goldquelle eigentlich. Den Respawn von den Schwärmen, der ist unbekannt. Dauert aber allerdings nicht so lange. Auf Ali Seite habe ich ja schon ein paar gefischt eben. Ihr könnt jetzt so 2 bis 3 Mal die Angel reinhängen, dann verschwindet der. Und ihr seht, der Erfolg ist eben garantiert. Ja, und da würde ich sagen, gehen wir auch direkt rüber zur Ali Seite. So, wenn ihr Hortler seid, müsst ihr hier einen Schwarm Boralus Bäblinge fischen, beziehungsweise nur einen davon. Dieser Schwarm hat auch so 2 bis 3 Catches in sich, das heißt, hier den Erfolg, den ihr eben gesehen habt, ein Köder für den Feind, ist dann eben für die Horde und eben für die Allianz. Wo der Schwarm sich genau befindet, will ich euch jetzt zeigen, und zwar befinden wir uns hier in Boralus, der Hauptstadt der Allianz. Dort müsst ihr hier zur Burg Brachtmeer und hier an diesem, ich will sagen, Burggraben, ist dann eben hier so ein kleines Becken. Dort spawnt der. Bis jetzt habe ich hier nur diesen Spawn gesehen, also ihr müsst dann einfach hier auf diesen Fehler hier jumpen und könnt dann eben eure Angelrute hier reinhängen und ihr zieht dann zu 100% eben so einen Fisch raus. Ihr könnt es auch gerade mal machen, dass ihr es seht, aber den Erfolg gibt es natürlich keinen, weil ich ihn schon habe und außerdem bin ich Ali deswegen. Aber der Biss sollte jetzt jede Sekunde kommen, da ist auch schon, ihr seht, Boralus, Bärbling und ja, ich hoffe der Guide konnte euch weiterhelfen und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.